Die Verfahrensakte des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses setzt sich zusammen aus insgesamt 456 Aktenbänden sowie 103 Tonbändern. Von den 456 Bänden der Prozessakte entfallen 133 auf die sogenannte Hauptakte, die den Ablauf des Schwurgerichtsverfahrens bis zur Urteilsverkündung dokumentiert. Am Beginn dieser Hauptakte stehen die 1958 begonnenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der kurz zuvor eingerichteten zentralen Stelle in Ludwigsburg. Nachdem der Bundesgerichtshof aufgrund der energischen Initiative von Fritz Bauer das Landgericht Frankfurt als zentralen Gerichtsstand für die anlaufenden Auschwitz-Verfahren festgelegt hatte, weiteten die Frankfurter Staatsanwälte das Ermittlungsverfahren im Sommer 1959 aus. Die Staatsanwälte vernahmen zahlreiche Zeugen und trugen umfangreiches schriftliches Material zusammen. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik reisten deutsche Staatsanwälte im August 1960 über den Eisernen Vorhang hinweg ins polnische Auschwitz, um den Ort der Vernichtung in Augenschein zu nehmen. Nach zweijähriger intensive Ermittlungsdauer öffnete der Untersuchungsrichter Dr. Hans Düks auf der Basis der 52 Hauptaktenbände mit den Protokollen von rund 600 Vernehmungen im August 1961 die gerichtliche Voruntersuchung. Mit den weiteren Ermittlungsunterlagen im Zuge der Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten, Beweismaterial und einer weiteren Besichtigung des Tatorts durch Landgerichtsrat Düks wuchs die Hauptakte weiter an. Die Ermittlungen mündeten schließlich im April 1963 in die 700 Blatt umfassende dreibändige Anklageschrift des Frankfurter Schwurgerichts. Die Anklage richtete sich zunächst gegen Richard Bär, als letzter Kommandant von Auschwitz I, der ranghöchste SS-Mann unter den Beschuldigten. Hierzu kamen noch 22 weitere Angehörige der SS sowie der Funktionshäftling Bettnarek als 24. Beschuldigter. Bei Beginn der Hauptverhandlung richtete sich das Verfahren formell gegen 22 Angeklagte. Der Hauptangeklagte Richard Bär war am 17. Juni 1963 in Untersuchungshaft gestorben. Und das Verfahren gegen den Angeklagten Hans Nierzwicki, Sanitätsdienstgrad im KZ Auschwitz, war noch kurz vor Prozessbeginn aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt worden. Geführt wurde nun der Auschwitz-Prozess als Strafsache gegen Mulke und andere, benannt nach dem nun ranghöchsten SS-Angehörigen Robert Mulke, 1942-43 Adjutant des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss. Zu den eindrucksvollsten der insgesamt 20 Protokollbände der Hauptverhandlung zählt der des Ortstermins des Gerichts auf dem Gelände des ehemaligen KZ Auschwitz am 14. Dezember 1964 mit seinen 37 Fotos von der Augenscheineinnahme. Den Schlusspunkt in der Hauptverhandlung setzte das Urteil, das mit seiner schriftlichen Ausfertigung aus drei Bänden mit insgesamt 1275 Seiten besteht. Weitere Bestandteile dieser umfangreichen Strafprozessakte sind unter anderem die Vollstreckungs- und Gnadenhefte, die über 29 Bände hinweg Aufschluss geben über die Urteilsverbüßung der Angeklagten. Hinzu kommen die Beiakten, Sonderhefte und 7 Bände Pressehefte. Die papierne Verfahrensakte mit ihren 456 Einzelbänden wurde 2001 von der Frankfurter Staatsanwaltschaft an das zuständige Hessische Hauptstaatsarchiv abgegeben. Dort ist die Akte archivisch erschlossen worden und ist damit im Archivinformationssystem Akinsis recherchierbar. www.akinsis.hessen.de. Bereits 2015 wurde die Akte mit ihren rund 60.000 Seiten im Rahmen des Kulturgutschutzprogramms der Bundessicherungsverfilmung komplett auf alterungsbeständigen Mikrofilm verfilmt.
Die Sicherungsfilme wurden 2016 digitalisiert. Die aus diesem Digitalisierungsprojekt hervorgegangenen Dateien wurden wiederum in dem hessischen Archivinformationssystem Akinsis veröffentlicht. Damit sind die Originalunterlagen aus diesem Weltdokumentenerbe der Öffentlichkeit online weltweit zugänglich. Zur Abrundung dieses digitalen Angebots hat das Hessische Landesarchiv eine mehrsprachige Website erstellt, die über das historische Dokument hinaus Hintergrundinformationen anbietet. www.auschwitz-trial-frankfurt.hessen.de. Die während der Hauptverhandlung entstandenen Tonbänder waren eigentlich nur zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts gedacht. Schriftlich wurden die Zeugenaussagen vor Gericht nicht wortgetreu protokolliert, sondern nur mit dem wesentlichen Inhalt festgehalten. Gerade weil sich aber Beweisführung und Urteilsfindung beim Auschwitz-Prozess wie auch bei anderen Verfahren wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen auch auf die Aussagen von Zeugen stützten, war die Aufzeichnung der Aussagen als Gedächtnisstütze umso wichtiger. Während 134 Verhandlungstage vernahm das Gericht 360 Personen, von denen 357 ihr Einverständnis zur Aufzeichnung ihrer Aussage erklärt hatten. Vorrangig handelte es sich dabei um 221 Opferzeugen, Überlebende des KZ Auschwitz, aber auch anderer Lager, sowie von 85 SS-Zeugen. Zusätzlich zu den Zeugenaussagen wurden auf Tonband aufgenommen die Stellungnahmen von Sachverständigen zu Beginn der Hauptverhandlung sowie die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, Nebenklagevertreter und Verteidigung zwischen dem 155. und 180. Verhandlungstag. Aufgezeichnet wurden am Schluss der Hauptverhandlung die Schlussworte der Angeklagten und schließlich die mündliche Urteilsverkündigung des Vorsitzenden Richters Hans-Karl Hofmeier an den beiden letzten, den 182. und 183. Verhandlungstagen. Insgesamt handelt es sich bei diesen Tonbandaufnahmen um eine einzigartige Quelle, zum einen wegen ihres informatorischen Werts. Opfer der nationalsozialistischen Judenpolitik legten eindringlich und minutiös Zeugnis ab von der Mordmaschinerie des größten nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers. Zum anderen kommt den Tonbandaufnahmen hinsichtlich ihrer Authentizität eine überragende Bedeutung zu. Die Tonzeugnisse besitzen eine enorme psychologische und emotionale Wucht. Über die eigentliche Information des Gesprochenen hinaus spiegeln die Aufnahmen vieler Zeugenaussagen atmosphärisch den unvorstellbaren Schrecken von Auschwitz wider. Das Leid und der Schmerz vieler Zeugen werden mit der Tonbandaufnahme spürbar. Beispielhaft werden hier zwei Zeugenaussagen ausgewählt. Zum einen schilderte der Arzt Mauritius Berner am 78. Verhandlungstag, dem 17. August 1964, die Ankunft von ihm und seiner Familie in Auschwitz und die Selektion an der Rampe. An der Türe des Waggons und auch nebenan Geschreie auf, aussteigen. Im Moment, Herr Zeuge, sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband aufnehme, bitte, zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Bitte, ja, Sie sagten also, Sie sind angekommen, man hat an Ihre Waggontüren gepocht und hat geschrien, aussteigen. Aussteigen. Nun waren doch die Waggontüren verschlossen. Die Waggontüren waren von außen verschlossen. Ja. Man hatte die, wie heißt das nun? Die Riegel. Die Riegel, nicht wahr, geöffnet. Wir haben rasch unseren Kindern, unseren Frauen die Mäntelchen noch angezogen und mit den Resten unseres Gepäckes, man hat uns doch auch am Wege ein paar Mal schon untersucht und immer alles weggenommen, auch den letzten Stück Keks, was wir für die Kinder aufbewahrt haben. Und wir sind ausgestiegen.
Sofort, wie wir ausgestiegen sind, ist vor unseren Augen ein fürchterliches Bild. An der Gleise vis-à-vis stand ein verlassener Zug und vor dem Zug, vor den Waggonen, Hunderte und Tausende von Reisegepäcken aufeinander gestapelt. Ich wusste nicht, wo wir sind. Ich dachte, es ist vielleicht ein ausbombardiertes Stationshaus oder so etwas. Aber wir hatten keine Zeit nachzudenken. Sofort sind an uns in gestreiften, zebraähnlichen Anzügen Leute. Danke bestens. Herangetreten und haben uns aufgefordert, die Gepäcke neben den Waggonen abzulegen. Wir sträubten uns noch dagegen. Es war noch unser letztes Hab und Gut, eigentlich nur mehr ein paar Medikamente und unsere Dokumente in den Reisekoffer, in den Gepäck. Aber wir wollten es noch nicht geben. Da riss man das uns aus der Hand. Besser gesagt, ist ein deutscher Soldat an uns herangetreten und hat auch gesagt, die Gepäcke müssen hier abgegeben werden. Also daraufhin haben wir das dort abgegeben, neben den Waggonen aufgestellt. Und der Strom der Menschen ging vorwärts. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und drei Kinder, drei Töchterchen, tut nichts, Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen. Kaum sagte ich das, tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte, Männer nach rechts, Frauen nach links, und hat uns geteilt voneinander. Ich habe nicht einmal so viel Zeit gehabt, meine Frau umzuarmen. Sie hat mir nachgeschrien, komm, küsse uns. Vielleicht aus irgendeinem Fraueninstinkt hat sie eher gefühlt, was für eine Gefahr auf uns droht. Wir standen dort. Auf einmal treten zu uns zwei deutsche Offiziere. Der eine, ein hoher, schön, jung aussehender Mann, fragte uns freundlich, wo haben die Herrschaften studiert? Sie zum Beispiel, Sie zum Beispiel. Ich sagte in Wien, der andere in Breslau und so weiter. Der zweite Offizier, das war der Dr. Capesius. Wir haben ihn erkannt, wir haben uns einer den anderen zugeflüstert. Das ist doch der Dr. Capesius, den wir ja vorher kannten. Er war doch oft bei uns Ärzte als Vertreter der IG Pharmindustrie. Und er sagte sogar, den zweiten Offizier, damals wusste ich noch nicht, wer, das ist jetzt, weiß ich schon, dass es Mengele war. Ja, die Herrschaften haben ja fast alle im Ausland und meistenteils an deutschen Universitäten studiert. Und sie kehren um und ich zeige ihnen, sie sollen zurückkommen. Sie kommen zurück und sogar Dr. Capesius nahm die an der Hand, die zwei Kinder, und führt uns bis zum Dr. Mengele. Und an seinem Rücken stehen geblieben, sagt er mir, no, sagen Sie ihm. Und ich sagte wieder, Herr Kapitän, ich wusste nicht seine Distinktion, Herr Kapitän, ich habe zwei Zwillingskinder. Ich wollte weitersprechen, aber er sagte mir später, jetzt habe ich keine Zeit, und mit einer abwehrenden Handbewegung hat er mich weggeschickt. Dr. Capesius sagte, also dann müssen Sie zurückgehen in Ihre Reihe. Gehen Sie zurück. Und meine Frau und meine drei Kinder sind wieder an diesem Weg weitergegangen. Ich begann zu schluchzen und er sagte mir auf Ungarisch, Neschirion, weinen Sie nicht. Die gehen nur baden, in einer Stunde werden Sie sich wiedersehen. Da schrie ich noch meiner Frau und meinen Kindern Ungarisch nach und bin wieder zu meiner Gruppe zurückgegangen.
Nie habe Zum ich anderen mehr gesehen. beschrieb der Zeuge Jan Weiß aus Bratislava die Ermordung seines Vaters durch den SS-Mann Klär, dem er bei dieser Tat noch assistieren musste. War Ihr Vater auch in dem Lager? Und wie war otec taky v táboře? Áno. Ja. Und wie ist es ihm ergangen? A jak se, co pak se stalo s vaším otcem? Obžalovaný Klér pred mojimi očami ho zavraždil. Der angeklagte Klär hat ihn vor meinen Augen ermordet. A bylo to 29. septembra 1942. Und das war am 29. September 1942. Wollen Sie das bitte schildern, wenn es Ihnen auch vielleicht schwer ankommt? Wir müssen Prosím, aber, můžete nám to vyprávět, i když to je pro vás velmi bolestné. Tak. Jeden moment bych si chtěl. Prosím. Jeden moment bych si chtěl. Ein Augenblick, bitte. Tak ja každý deň, keď dávali sa injekcie, byl som zavolaný zmenovaným už Leonem Svagerem na blok 20, kde nás očekával obžalovaný Klér. A neviem, tak za 4 hodiny, ako ano, začali chodiť odsúdenci, ktorí mali byť zabitý. Pardon. Damals wurden täglich Spritzen gegeben. Ich wurde mit dem bereits erwähnten Leo Svagar zu Block 20 gerufen. Dort empfing uns der angeklagte Klär. Einige Zeit, etwa eine Viertelstunde später, kamen die zum Tode bestimmten Häftlinge. No, neviem, už kolkáty, ano, prišiel tam aj môj otec. Ich weiß nicht, dass wievielter mein Vater dann kam. A môj otec ležal na bloku 21. Er lag auf Block 21. Asi týdeň, etwa, mal flegmónu, bol operovaný na flegmónu. Etwa eine Woche, er wurde wegen einer Flegmone operiert. Na, mal na ruce, neviem, už myslím, na ľavej ruke ju mal. Ich denke an der linken Hand. No a ja som bol teda ja som chodil za ním tam na 21. Blok, ich bin, keď som mal času. Ich bin öfter zum Block 21 gegangen, ihn besuchen. No a naraz pravda sa otvorila dvere na, a prišiel tam otec. Auf einmal öffnen sich dann die Türen und mein Vater kam herein. No a obžalovaný, a ešte s jedným, pravda? Noch mit einem. A obžalovaný Klér hovorí, sadnite si jednému aj druhému. Und der angeklagte Klär, prosím opakujte, ja som nerozumiel, obžalovaný Klär. Hovoril tým dvom odsúdencom, áno. Mojemu otcovi a tomu druhému. Der angeklagte Klär sprach zu den beiden, meinem Vater und dem Mithäftling, der mit ihm gebracht wurde. Sadnite si. Setzten Sie sich. Dostanete injekciu, Sie aby ste nedostali tyfus. Eine Spritze, damit Sie keinen Typhus bekommen. No a práve mi hned hneď som začal plakať, no ale ich teda... begann zu weinen. Jeho to vôbec nepohlo, áno. Ihn habe es nicht gerührt. Dal otcovi injekciu, ja som ho musel odnesť. Er gab dem Vater die Spritze und ich trug ihn, mein Vater fort. No a potom asi, ja neviem, za týden, lebo jako mi hovoril, že prečo som mu to vtedy nepovedal, že by ho nezabil. Und eine Woche später sagte er mir, warum ich ihm das nicht gesagt habe, er hätte dann den Vater nicht getötet. Lenže ja som mal vtedy strach mu povedať, že to je mu, ja som mal vtedy strach mu povedať. Ich hatte damals Angst, ihm zu sagen. Aber by sa mohlo stať, že by povedal, sedím si aj ty. Weil es ja durchaus möglich war, dass er sagte, setz dich daneben. In den letzten Worten der Angeklagten schwingt dagegen vielfach die seelische Kälte und der Mangel jeglicher Empathie der NS-Täter gegenüber ihren Opfern mit. So zum Beispiel bei dem Hauptangeklagten Mulka. Wenn ich als erster der hier Angeklagten das mir erteilte Schlusswort ergreife, so will ich den in subjektiver,
objektiver und rechtlicher Hinsicht in den Plädoyers meiner Herren Verteidiger bereits gemachten Ausführungen und Darlegungen nichts mehr hinzufügen. Ich will mich darauf beschränken, diese zu bestätigen und mich den für mich gestellten Anträgen vollinhaltlich anschließen. Mit dieser Erklärung lege ich gleichzeitig mein weiteres Schicksal und dasjenige meiner unglücklichen Familie vertrauensvoll in die Hände des Hohen Gerichtes. Und dieses in der tiefen Überzeugung, dass es sämtliche so wahrhaft schicksalshaften Umstände, die mich damals in meine unglückselige Konfliktslage geführt haben, bis ins Einzelne erwägt und berücksichtigt. Insoweit verbleibt mir nur die Erwartung und die Bitte auf und um eine gerechte Entscheidung. Bitte wollen Sie wieder Platz nehmen. Es war dem vehementen Einsatz von Hermann Langbein zu verdanken, dass die Tonbänder nicht gelöscht wurden, sondern erhalten blieben. Langbein war als Auschwitz-Häftling Mitinitiator des Auschwitz-Prozesses und Zeuge vor Gericht dreifach involviert. Er war sich der Bedeutung des Prozesses in Frankfurt bewusst und erkannte rasch den hohen dokumentarischen Wert dieser Tonbandaufnahmen über den Prozess hinaus. Mit seinem Anliegen, die Tonbänder langfristig für die Nachwelt zu erhalten, wandte sich Langbein mehrfach an das hessische Justizministerium. Der hessische Justizminister Lauritz Lauritzen entschied schließlich per Erlass im September 1965, dass die Tonbänder wegen ihres bedeutenden geschichtlichen Werts nicht zu löschen, sondern zum Zwecke einer späteren Archivierung bei der Staatsanwaltschaft aufzubewahren seien. Erst im Mai 1989 erfolgte die Abgabe der Tondokumente an das zuständige hessische Hauptstaatsarchiv. Zwischenzeitlich waren zwar einige Mitschnitte der Zeugenaussagen verloren gegangen, dennoch konnten immerhin 103 Tonbänder mit einer Gesamtspieldauer von 424 Stunden archivisch gesichert werden. Um die Inhalte dieser Tonbänder zukunftsweisend zu sichern und nutzbar zu machen, digitalisierte das Deutsche Rundfunkarchiv in Frankfurt als Kooperationspartner des Hauptstaatsarchivs das bereits stark angegriffene Audiomaterial. Im Frankfurter Fritz-Bauer-Institut als dem zweiten Kooperationspartner des Hauptstaatsarchivs wurden die digitalisierten Tonbandmitschnitte inhaltlich tiefenerschlossen und für die weitere Auswertung vorbereitet. Nach ihrer Rückgabe an das Hauptstaatsarchiv werden die Originaltonbänder dort fachgerecht verwahrt, sind aber wegen ihres fortgeschrittenen Alters und Erhaltungszustands kaum noch nutzbar. Die Nutzung erfolgt digital entweder über das Digitale Archiv Hessen beim Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden oder als Streaming über die Website des Fritz-Bauer-Instituts www.auschwitz-prozess.de.